So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen später wie gewohnt, aber jetzt sind wir ja gleich online. Livestream TuS Metzingen gegen Bayern 04 Leverkusen aus der Öschhalle. Und warten wir noch auf das Bild, was jeden Moment kommen darf und kommen wird. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Auf jeden Fall wollen wir Sie begrüßen. Es ist schön, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben und... ja, dann sogar, da sind wir. Ja, ein bisschen verpixelt, das liegt daran, der große Dicke, das bin ich, bis vorne aufs Kabel gestanden. Also machen Sie nichts draus, es liegt nicht an Ihnen, es liegt an uns. Das Bild in der Halle ist perfekt, aber bevor wir in die Halle gehen, natürlich hier zu meiner Rechten. Hallo Laura. Grüß dich, hi. Wunderschönen Gruß natürlich auch zu Ihnen nach Hause. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, Laura Glaser wieder mit dabei als Expertin, da freue ich mich jedes Mal. Und heute ist es ja ein sehr, sehr interessantes Spiel in der Hinsicht. Wir sind Tabellenführer. Ja, mega. Boah. Check. Ja, dann schöne Sache auf jeden Fall. Freuen wir uns auch tierisch drüber. Ja, darf man auch mal, ne? Ja, also, denke ich auch. Also kurz darf man sich auch für sein Team freuen. Aber wir wissen, das ist eine Aufnahme zwischendurch, also noch nicht Endergebnis, das wissen wir ja alle. Aber nach diesem Sieg auch gegen Leipzig, also den dritten in Folge, sind wir auch im EHF Cup Halbfinale. Enorm. Gigantisch. Puh. Und treffen auf, ich habe es mir auswendig gelernt, ASC Corona 2010 Brasov. Sehr gut. Ja, ja, mhm. Corona wie eine Biermarke, also egal. Ja, genau. So habe ich es mir auch merken können, tatsächlich. Aber gut, ja, ich hätte es weggelassen. Gehört aber dazu. Und auf jeden Fall ist es eine Wahnsinnsgeschichte, was die letzten Tage hier passiert in Metzingen. Nichtsdestotrotz, die Liga ist heute wieder am Start, und zwar mit Bayern 04 Leverkusen. Muss noch kurz sagen, wir hatten ja auch am Mittwoch wieder ein schweres Spiel auswärts noch in Blomberg. Zur Halbzeit stand es 16-16. Am Ende haben wir es gewonnen. War trotzdem das schwere Spiel wie erwartet, oder? Wie erwartet, wie du sagst. Also man kann das jetzt nicht leugnen. Die Spiele davor müssen in den Knochen stecken. Das geht einfach nicht anders. Auf so hohem Niveau so viele Spiele zu absolvieren. Und das hat man dann in Blomberg gemerkt. Das ist auch ein sehr unangenehmer Gegner. Und dennoch haben wir dann wirklich in der zweiten Halbzeit unser Spiel auf die Platte gebracht und dann auch verdient hoch gewonnen. Ja, das denke ich auch. Also im Endeffekt dann auch auch den Sieg geholt gegen Blomberg. André Fuhr hat alles versucht taktisch, ja. Aber am Ende hat sich dann vielleicht doch nochmal momentan die Mannschaft durchgesetzt, die aktuell einfach einen sehr, sehr guten Lauf hat. Und schauen wir auf die Tabelle, dann ist es heute Tabelle 9. mit Bayer Leverkusen gegen... Ja, Tabellenerster, sorry. Es ist immer noch sehr, sehr ungewohnt. Gut, da können wir die Favoritenrolle heute gar nicht wegschieben, ne? Nee, definitiv nicht. Und den Lauf, den wir haben, den müssen wir auch weiter mitnehmen. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Heute sind wir wieder zu Hause in eigener Halle. So wie ich es jetzt schon sehe, Sie können es noch nicht sehen, aber ich denke, wir kriegen nachher auch die Zuschauerränge ins Bild. Die Halle ist wieder voll und jeder freut sich drauf. Die Tussis einfach brennen zu sehen. Und auf diese Euphoriewelle müssen sie einfach weitermachen. Und dann werden wir auch heute der Favoritenrolle wieder gerecht, bin ich mir sicher. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Danach gibt es dann diese Pause, diese wichtige, auch für, aufgrund der Nationalmannschaft, die dann wieder zum Tragen kommt. Trifft bei uns ja dann momentan zwei Spielerinnen für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist Anna Lörper und Julia Behnke. Marlene Zaff musste ja leider absagen wegen ihrer anderen Wade. Ich habe gehört, sie ist zwar auf dem Weg der Besserung, aber wird sie brauchen für die Spiele im April als Verstärkung, und deswegen geht man jetzt auch kein Risiko ein. Nee, das ist richtig, oder? Nur vernünftig, ja. Man muss halt auch mal als Spitzensportler vernünftig handeln, im Sinne des Vereins und auch in ihrem Sinne. Und Mali, denke ich, ist auch so vernünftig, auch wenn es Herz natürlich sehr traurig ist, aber bringt jetzt nichts, muss sich auskurieren. Das merkt man auch, sie ist da nicht gerade amused, wie man schon sagt. Und, aber gut, das gehört mir dazu. Ja. Dafür kann sie dann mit dabei sein, vielleicht beim Camp. Ne? Also die TuS Metzingen macht ein Camp, ein Ostercamp, und zwar vom 30.03. bis zum 1.04. Leute aus der Region, meldet euch an, egal bei welchem Verein ihr seid, Mädels oder Jungs, ihr könnt dabei sein. 30 Euro inklusive Verpflegung, und wie ich gehört habe, werden auch die ein oder andere Bundesligaspielerin mit dabei sein. Ja. Ja, genau. Also werden das Training mit begleiten, vielleicht auch selber führen, und stehen natürlich für Rat und Tat immer zur Verfügung. Ja, du hast ja eine Leverkusener Vergangenheit, das weiß man. Wie schätzt du heute Leverkusen ein, bevor wir dann noch in die Halle gehen? Was ist denn da heute, auf was müssen wir da aufpassen? Ah, Renate Wolf ist auch eine Trainerin, die taktisch unheimlich viel drauf hat, und da bin ich überzeugt von, dass sie ihre relativ junge, unerfahrene Truppe, bis auf jetzt eine Kim zum Beispiel auf der Mitte, ziemlich eingestellt hat, und sie werden alles versuchen, dass sie zuerst Anna Lörper in den Griff kriegen, ne, ja, die natürlich gerade unser Motto ist, und dann halt schauen, dass sie vielleicht über das Tempo gehen. Ja, ja, das wollen wir mal sehen. Anna Lörper auch mit der Leverkusener Vergangenheit, das heißt,
ja, auch so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr brennen gegen einen alten Verein. Definitiv, ja. Mit wem hast du da schon zusammengespielt noch? Oder gibt es da noch, gibt's noch Spielerinnen, oder? Ja, ja, gibt's noch. Die Nisa Klankovic war, die wir jetzt auch gleich sehen werden, auf Rückraum Rechtsspitze, genau, sie ist eine Linkshand. Und mit Kim Nazinavicius habe ich auch noch zusammengespielt. Anna Jochin, die heute leider nicht mit auflaufen wird, verletzungsbedingt, aber mit der habe ich auch noch zusammengespielt. Und viele Jungsche sind jetzt dabei, das kann ich jetzt tatsächlich auch mal sagen, sonst war ich immer eine im jüngeren Kreise, genau, die halt dann immer mittrainiert haben und jetzt halt wirklich etablierte Kaderspieler geworden sind. Ja, das sagt die Handball-Oma Laura Glaser. Und wir gehen jetzt auch gleich in die Halle, weil wir hören schon die Cheerleader der Dancing Shoes, die tanzen und im Hintergrund auch die Musik zu Hammer. Laura, vielleicht noch ganz kurz EHF Cup. Ein kurzer Exkurs. Wir spielen jetzt gegen rumänischen Vertreter Brasov und zwar schon sicher 9.4. In der Paul-Horn-Arena, also Karten sichern. Es ist Halbfinale, es ist Crunch-Time, wie man so schön sagt. Kennst du den Verein oder wie würdest du auch vielleicht diese Chancen einschätzen, nochmal eine Sensation zu schaffen und vielleicht ins Finale einzuziehen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich über den Gegner gar nicht informiert, aber ich sehe, was hier einfach im Moment los ist die letzten Wochen und ich glaube, die Tussis müssen sich jetzt vor gar niemandem mehr verstecken. Also das war wirklich schon eine Weichenstellung jetzt gegen Leipzig. Wir dürfen nicht abheben, aber realistisch bleiben und wenn wir so emotional weiterkämpfen, ist alles drin, egal wie der Gegner heißt. Also, dann bleiben wir am Boden. Sie sehen, schönes Handballspiel, geht in die Halle. Wir sagen viel Spaß und gute Unterhaltung bei TuS Metzingen gegen Bayern 04 Leverkusen. Handball-Bundesliga-Frauen heute aus der Öschhalle und ab aufs Feld. Hier auch ganz dringend natürlich die 2 Punkte benötigen in der aktuellen Tabellensituation. Und bei uns oben ist es auch ganz eng zwischen Platz 1 und 4 und Platz 3 nicht 4. Mit der Nummer 12 Natalia Gjagovic, mit der 16 Vanessa Fehr, mit der 4 Anna Seidel, mit der Nummer 5 Kim Braun, mit der Nummer 9 Johanna Heldmann, der 11 Denisa Glankovic-Stova, der Nummer 13 Pia Adams, der Nummer 14 Jenny Karolius, mit der 15 Kim Nazinavicius, mit der 17 Ramona Rutenbeck, der Nummer 20 Michaela Januskova, mit der 21 Nathalie Adeberg, der 26 Nina Schilf sowie der 43 Jennifer Rode. Und wir begrüßen auch das Trainer- und Betreuerteam mit Chefcoach Renate Wolf. Bayern 04 Leverkusen heute unsere Gäste. Und der Tussi Fan zeigt es an. Aufstehen! Für die Pink Ladies! Eure Tussis brauchen euch heute wieder! Damit ihr die 2 Punkte hier behalten. In Metzingen! Brauchen wir die Öffnung! Gefolgt von der Nummer 9, Patricia Stefani. Unsere Goalgetterin Nummer 10, Anna Lauper. Und im Tor mit der Nummer 12, Sabine Stockhaus. Mit der Nummer 15, Tonje Löset. Der Nummer 17, Nicole Dinkel. Und in 21, Ina Grossmann. Und in Nummer 22, Maren Weigel. Und in 31, Jenny Wollbrecht. Sowie der 54, Sally Michalsen. Und der 66, Katharina Bellies. So, unsere Nummer 6.
86, die uns im Sommer leider verlässt. Bernadette Tennis. Und mit der Nummer 93, Julia Benke. Und dazu gehört auch Cheftrainer Chaba Konkoi, das Co-Trainer-Team Melina Roth und Axel Strins, sowie Arzt Dr. Bernd Böller, Physiotherapeut Stoffring und Betreuer Patrick Wetzel. Eure Pink Ladies heute im Spiel gegen Leverkusen. Und wir begrüßen auch das heutige Schiedsrichtergespann mit Christian Mohles und Lutz Bittner. Einen schönen guten Abend in Metzingen. Und da sind wir wieder, Livestream aus der Öschhalle, auch mit den beiden Unparteiischen, heute in einem wunderbaren Neon-Orange. Ja, das sind Christian Mohles und Lutz Bittner, keine Unbekannten. Nee, ein super Duett, wie man möchte. Nee, also die pfeifen sehr, sehr gut. Sind auch, glaube ich, im Elite-Kader des Deutschen Handballbundes. Somit, so sieht's aus. Kann man schon sagen, unter den Top-Schiedsrichtern in Deutschland. Und ja, ich glaube, das zeigt... Dann sieht man auch Kim Neitz-Servicius, die ja ihren Wechsel ja bekannt gegeben hat. Sie geht nach Bietigheim nächste Runde. Genau. Den Verein verlassen. Und zwar geht sie nach Wack oder Watsch, ich glaube, man spricht zu Watsch aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zurück in die ungarische Heimat. Kommt das für dich überraschend oder wie schätzt du diesen Wechsel ein? Och, es ist bedauerlich natürlich für das Team und auch für das ganze Umfeld, weil sie sehr gut hier integriert ist. Aber ich weiß, dass sie auch einen Freund hat, der Ungar ist. Und wenn man einfach privat dann versuchen will, sich wieder eher anzunähern, weil er derzeit eben nicht hier wohnt, dann kann man die Entscheidung schon auch nachvollziehen. Und ich meine, ja, sie hat hier alles gegeben, wie gesagt. Und man wünscht ihr auch für den weiteren Karriereverlauf nur das Beste. Genau, sie hat auch eine Chance, ihr Titel zu erreichen. Das heißt, wir sind noch in der Liga und im ÖF Cup mit dabei. Und ja, schauen wir doch mal jetzt aufs Spiel. Außen Nina Grossmann auf links außen, dann Anna Lörper in der Abwehr auf halb links. Tönje Löset, Julia Binke, dann Bernadette Temmisch, von der wir gerade gesprochen haben, und auf rechts außen, jetzt sieht man es gerade nicht, aber ich glaube, es war Kelly Vollebrecht. Ja, ein Fehlwurf für Zeiten der Leverkusenerinnen und auch ein schneller Ballverlust. Ja, das meinte ich vorhin schon, ne? Wo wir uns kurz drüber unterhalten haben. Kim hat eine Wahnsinnsübersicht für ihre Mitspielerinnen und ja, hier jetzt Flummi in dem Fall schnell vorne gewesen und kann dann ganz einfache Tore erzielen. Sie sind sehr schnell und da müssen wir mal vorsichtig sein. Ja, das sehen wir mal auf der Mitte Nummer 20. Haben wir Michaela Januskova, dann spielte Jennifer Rode mit dabei, sehen wir gerade. Dann mit der 14 haben wir schon gesagt, das ist Jenny Karolius, dann nebendran Kim Neitz-Servicius, dann kommt mit der 26 haben wir auch noch Nina Schilk auf der Platte und jetzt muss ich nochmal genau gucken, mit der 13 dann noch Pia Adams. Und im Tor, hast du gesehen, wenn im Tor begonnen hat? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, sorry. Kein Problem.
Genau, und dafür ist Jennifer Rode ja auch bekannt. Ne? Ist ja auch im erweiterten Kader dabei, der Nationalmannschaft. Sie hat sehr, sehr gute, schnelle Schlagwürfe als auch Sprungwürfe. Und die sind auch für Biene in dem Fall schwer zu sehen. Und deshalb müssen wir da schauen, dass wir es Biene hinten leichter machen, indem wir ein bisschen mehr nach vorne agieren im Abwehrverbund. Ja, ich glaube, sie gehört auch zum Elite-Kader des DHB. Das ist so eine Einrichtung, um junge, talentierte Spielerinnen da ranzuführen an die Nationalmannschaft. Und schauen wir nochmal ganz genau im Tor, wer da drin ist. Ah, können wir es gar nicht erkennen, werden wir noch sehen. Ja, Anna Lerper mit dem Fehlwurf. Beziehungsweise nicht mit dem Torerfolg, so muss man sagen. Da sind auch die zwei verletzten Spielerinnen, haben wir gerade gesehen, nämlich Jasmina Jankovic und Marlene Zapf, die das Spiel von außen ja zuschauen müssen. Nach 3 Minuten 0:2, ja, da geht es jetzt darum, nicht noch einen größeren Abstand zu bekommen und einfach mal selber eins zu werfen, um in die Partie zu kommen, oder? Genau. Schön pariert jetzt von Biene. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vorne nicht schnell den Ball wegwerfen, sondern wieder eine schöne Torchance uns erarbeiten. Ja, heute haben wir eine Änderung in der Anfangsformation, ne, mit Bernadette Temesch von Anfang an anstatt Maren Weigel. Ist auch eine Möglichkeit, mit zwei Rechtshändern im Rückraum zu spielen. Gerade in den letzten Spielen hat gerade die Achse mit Anna und Bernadette sehr gut geklappt. Und deshalb, denke ich, fängt er damit eigentlich mit zwei Aufbauspielerinnen an. So, jetzt ist passives Spiel angezeigt. Wow. Ja, stark gemacht. Vorteil laufen lassen, das war jetzt gut auf Seiten der Schiedsrichter. Und schön verwandelt. War jetzt auch stark gezogen, ne? Wird da schön attackiert, ja. Jenny Rode, aber zieht trotzdem und macht dann noch verdient ihr Tor. Ja, dann sind so die zwei Tore hergestellt, aber wie du es gerade gesagt hast, eine immense Körperbeherrschung gerade von Anna mit ihrer Pirouette und dann noch so abzuschließen mit der Rückhand. Ja, Jennifer Rode kommt gerade zu relativ einfachen Toren. Zu einfachen, ja. Also sie zieht es auch, macht sie gut, konsequent, aber da müssen wir schauen, dass wir da im Verbund mehr dagegen halten. Die Abwehr von Leverkusen ist sehr aggressiv. Das war ein starkes Anspiel jetzt auf Jule und das nächste Tor. Sie beginnen sofort mit schneller Mitte, ne? Versuchen da den kleinen Vorteil zu nutzen, bis dann die Tussis wieder formiert sind hinten. Jetzt haben wir es besser. Ja, das gilt es einfach zu unterbrechen. Ja, genau. Ja, wenn man sich mal überlegt, ist das wirklich das Programm der letzten Wochen, also dreimal HC Leipzig innerhalb von 11 Tagen, dann am Mittwoch nach Blomberg, dann heute hier noch Leverkusen. Das sind schon Situationen, die hat man die letzten Jahre in Metzingen einfach nicht gekannt. Und da gilt jetzt einfach, das auch zu kompensieren mit Mannschaftsleistung, mit einer Mannschaftsstärke. Ja, wenn es nur die Spiele wären, ne? In Anführungsstrichen nur. Klar, man denkt da an die Anstrengung auf dem Spielfeld. Aber es ist ja auch immer mit Reise verbunden, mit viel Aufwand. Man kommt spät aus Blomberg zurück. Wir haben viele Berufstätige, die dann... Anna hat mir berichtet, sie sind morgens um 4 zurückgekommen, wo vielleicht der Wecker dann, oder wenn überhaupt noch ein Wecker klingelt, ne? Vielleicht nur noch eine kalte Dusche und dann schon wieder das Büro ruft. Also ja, das sollte man nicht unterschätzen, was das heißt. Und dann kann natürlich der Trainer auch nicht freigeben am nächsten Tag, weil dann heute wieder so ein Gegner wie Leverkusen in die eigene Halle kommt. Also es ist wirklich enorm vom Pensum. Wichtiges Tor von Ina. Ja, auch tief. Ja, das ist so das Erfolgsrezept eigentlich der letzten Wochen. Und, stimmt, ja. Im letzten Spiel war es dann nicht so, als was wir kommentieren durften. Gegen Buxtehude hat sie noch 8 Tore gemacht. Da waren sehr, sehr viele tief geworfen. Ja, also ich denke mal, Ina auch mit einer guten Geschwindigkeit ausgestattet und auch einer Sprungkraft. So mit 3:3 nach 6,5 Minuten. Ja, das muss man so sagen. Der Leverkusen hat natürlich schon den Nachteil heute, dass sie ein paar Verletzte mit dabei haben.
Wobei, das darf man auch nochmal betonen, Leverkusen eine sehr, sehr gute Jugendarbeit macht. Ja. Definitiv, ja. Genau, mit der A-Jugend deutscher Meister geworden. Und wurden ausgezeichnet mit einem Zertifikat, jetzt erst vor kurzem mit einem Preis. Award sagt man ja sogar, also ich glaube von der EHF, also ganz tolle Sache. Und Anna nimmt sich den 7 Meter. Kann ich nur bestätigen, als auch in der Zeit, wo ich dort war. Das ist toll, wie viel Zeit und wie viel Engagement auch in die Jugend gelegt wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Natalia Gajovic im Tor mit der Nummer 12, haben wir jetzt gerade gesehen. Kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Entschuldigen Sie, ein bisschen, ich habe zu mal husten muss, aber mich hat es Anfang der Woche ein bisschen erwischt. Und jetzt hat es gerade auch Biene Stockhorst erwischt mit dem Treffer von Kim. Ja, starkes Ding, ja. Sie wird da schon attackiert, ist im Flug und wirft dann noch richtig schön den Ball in die Ecke. Also das ist schwer zu halten. Ja, auch sie werden wir nächste Woche sehen können am 9.3. beim Länderspiel in Bietigheim. Mhm. Also genau, wenn sie Mittwoch noch nichts vorhaben, dann kommen sie doch nach Bietigheim zum Länderspiel. Ganz wichtiges Spiel auch gegen Frankreich. Euro-Quali für Schweden 2016. Bisher beide, also sowohl die Deutschen als auch die Französinnen, noch ungeschlagen in der Quali. Wird ein gutes Spiel. Ja, und hier sehen wir auch tolle Würfe. Norwegian Dynamite wird man das sagen. Das ist ein Mods-Stemmwurf von Tony Lissett. Und auch bei den... Sehr gut. Ja, auch zwei Tussis sind mit dabei, nämlich Anna Lörper und Julia Binkes, haben wir vorher schon erwähnt. Also gehen Sie in die EG Trans Arena am 9.3. und schauen Sie sich die deutsche Frauennationalmannschaft an. Auf ihrem Weg natürlich, das ist unabhängig, zu 2017 zur Heim-WM. Hier geht es um die Euro-Quali, wie du es gesagt hast. Aber es ist natürlich auch schon mal ein Test für 2017. Ja, wieder so ein Ding von Kim, ne? Anstandslos. Der jetzt ordentliche Peitsche dann aufs Tor kommt, also das ist schon toll, wie sie das macht. Genau, Anpfiff ist glaube ich 19.30 Uhr am Mittwoch. Also kommen Sie vorbei. Wir werden auch da sein, ne? Selbstverständlich. Also können Sie uns auch sehen, nur dann privat. Privat? Ne? Ja. Und dann mit uns mal was trinken dort. Gar kein Problem. Machen wir keine Mikros an. Stark weitergespielt und schön abgeschlossen jetzt von Kelly. Ja, auch Kelly Vollebrecht bekommt sehr, sehr viele Spielanteile der letzten Wochen. Und jetzt muss man sagen, hat auch schon mal die ein oder andere Chance liegen lassen. Aber jetzt mit ihrem ersten Versuch gleich ins kurze Eck, das könnte ja auch jetzt ein bisschen Sicherheit bringen. Sehen wir gerade Sabine Stockhorst sehen, die hat natürlich in Leipzig mit ihren 17 Paraden auch da einiges dazu beigetragen, dass wir da gewonnen haben. Schön gemacht. Ja, so Spitzenspiele, da braucht man eine gute Torhüterleistung und da müssen wir sagen, da haben wir wirklich richtig gute Leute da hinten drin. Ja. 10:35 zeigt die Uhr, 8:5 der Spielstand für die Tussis. Aktuell liegen wir im Soll. Definitiv, ja. Also die ersten 2 Minuten waren ein bisschen holprig, aber dafür geht ja ein Spiel 2x30. Wow. Und, ja, clever. Frau Glaser, genau, das war sehr, sehr weiße. Nee, aber darum geht's. Wir müssen ein Spiel finden, unseren Stiefel durchziehen und dann passt das. Ja, und es ist auch so, wir hatten am Mittag schon eine Begegnung zwischen der Borussia Dortmund Handball
Und zwischen dem Buxi oder SV und da hat Dortmund zu Hause verloren. Ich glaube mit 17 zu 20 und zur Halbzeit stand 7 zu 8. Scheint eine sehr kampfbetonte, abwehrfokussierte Partie gewesen zu sein. Könnte man meinen bei dem Halbzeitstand. Ich habe auch zweimal hingucken müssen, ehrlich gesagt. Aber ja. Das bedeutet, dass Dortmund jetzt als Tabellensechster jetzt schon, sagen wir, auf den Tabellenersten diese 5 Punkte Abstand hat. Aber wollen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Dortmund ist ein Aufsteiger, spielt eine sehr, sehr gute Runde. Da hat er natürlich auch durch den Ausfall von Arne Müller vielleicht jetzt auch ein bisschen Nachteil in der Abwehr, weil die war schon sehr, sehr kompakt. Aber muss man schon sagen, Dortmund, Top-Aufsteiger. Auf jeden Fall, sehr überzeugend. Ja, wir sind wieder im Spiel. Bayer Leverkusen im Angriff. Und wie man auch sieht, sie spielen noch mit der gleichen Besetzung wie von Anfang an. So, Renate Wolf hat nichts geändert. Das war jetzt super gemacht von Kelly. Ist immer die Gefahr, dass Kim immer noch den Ball ziemlich gut weiterspielen kann, auch wenn sie attackiert wird. Aber jetzt in dem Fall hat sie es super gemacht. Jetzt 9 zu 5, also das wollen wir nicht so hoch hängen, aber auch Tore sind nicht unentscheidend, wenn man mal diese Tabellensituation vorhin anschaut. Zuerst kommen natürlich die Punkte, aber dann geht es schon an die Tore. Ja, das erste Quartett, so schön wie man es gerade im Moment sagen kann, naja, unterscheidet nur einen Minuspunkt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich glaube, die, also solange ich die Bundesliga verfolge, war, glaube ich, die Meisterschaft noch nie so spannend. Und da ist ein Torverhältnis vielleicht hinten raus entscheidend. Genau, also das war Denisa Glankovic-Kova auf Außen. Also da hat es doch eine kleine Änderung gegeben, beziehungsweise, ja, muss so sein. Oder nee, es war Michaela Januskova, bitte entschuldigen Sie. Ja, zum 6 zu 9 Anschluss. Aber Denner ist jetzt auch im Spiel, genau, die Nummer 11. Hat auch nicht von Anfang an gespielt. Eine sehr erfahrene Spielerin, die eigentlich schon weg war in Dortmund, aber dann doch noch mal von Renate Wolf überredet worden ist, mit ihrer Erfahrung zu glänzen. Ja, auf den anderen Plätzen, da spielt Bad Wildungen-Weipers gegen Thüringer HC. Aktuell 5 zu 6 und Rosengarten liegt mit 4 zurück gegen Frischauf Göppingen. Das ist ja auch ein Spiel um den Abstieg, das muss man ganz klar sagen. Rosengarten und Frischauf Göppingen, die stehen beide hinten drin. Und ja, vielleicht muss man sagen, ein bisschen baden-württembergisches Daumen drücken. Muss man schauen, was Frischauf aus diesem Spiel macht. Und hier gab es einen Treffer wieder für Leverkusen zum 7 zu 10 nach 13 gespielten Minuten. Ja, das sehen wir auch die ganze Zeit immer, so ein Blick auf die Öschhalle. Schauen wir mal, hinterm Tor voll, oben voll, die Tribüne voll. Ein bisschen größere Halle wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, wir sind wirklich froh, dass so viele Leute immer den Weg in die Halle finden und gerade auch gegen eine Mannschaft jetzt, die im Mittelfeld steht und vielleicht denken könnte, oh, vielleicht bleibt der eine oder andere zu Hause. Überhaupt nicht. Die Fans sind sowas von treu und ja, begleiten uns, die Tussis, von Spiel zu Spiel. Und das ist auch für die Mannschaft enorm wichtig, weil wenn man einläuft und einfach sieht, dass die ganze Halle hinter einem steht, das ist ein gigantisches Gefühl und pusht noch mal mindestens 5% mehr. Also ich glaube, jeder Verein sagt, dass er die besten Fans der Welt hat. Aber das muss man wirklich sagen, hier in Metzingen, da passiert einiges gerade im Umfeld. Und es ist schön zu sehen, dass auch zu einem Europapokal-Rückspiel nach Dessau, ja, das sind nochmal 60 Kilometer weiter weg von Leipzig nördlich, bis zu 50 Personen waren es, glaube ich, den Weg gesucht haben und da die pinke Wand gezeigt haben. Respekt. Wirklich wahr. Ganz toll. Von dieser Stelle. Und sie wurden belohnt mit dem Sieg und jetzt geht's weiter. Ah, das war... Ja, das sind natürlich zu einfache Fehler, die nicht passieren dürfen. Jetzt war da Inner ganz schön gehindert am Wurf. Ah, da hätte man auch können faul pfeifen. Ja,
Schiedsrichter stand aber in unmittelbarer Nähe. Und entscheidet auf Einwurf TuS Metzingen. Nehmen wir mal so hin. Genau, wobei Julia Binke auch in der Mitte sehr gut passiert war. Vielleicht noch der Pass noch ein Tick sicherer, aber wenn man die Geschwindigkeit hat wie, wie Ina, dann ist es schwierig, da nochmal auch einen Gang rauszunehmen. Ja, klar. Und vor allem, wir haben hier eine schöne Übersicht, ne? Für das Ina stimmt, in dem Moment, in der Spielsituation. Das, ja, das von hier oben betrachtet schon einfacher zu bewerten. Ja, ist schon enorm. Also wir hatten es ja schon jetzt ein paar Mal wirklich gesagt. So ein kleines Handballmärchen, was da gerade passiert, auch mit dem EHF Cup, erste Teilnahme, dann gleich ins Halbfinale. Jetzt zusammen mit einer ungarischen, einer rumänischen und einer dänischen Mannschaft mit dabei. Also das ist schon. Und man darf nicht vergessen, die letzte deutsche Mannschaft in Europa. Ja, Wahnsinn. Echt gigantisch. Als wären wir schon alte Hasen in dem Geschäft. Tja, das ist richtig. Sind vielleicht mehr an meinem Livestream. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass sich das Team jedes Mal wieder zusammenfindet. Sehr stark. Einem Schritt. Kabum. Das macht sie super. Freut mich so sehr für sie, dass sie jetzt so gut hier angekommen ist und ihre Klasse unter Beweis stellen kann. Also sie stand ja am Anfang schon ziemlich unter Kritik, klar. Aber ich meine, jetzt dürfte sich der letzte Kritiker wirklich mal positiv über Tonje äußern. Ja, das ist auch so eine Sache. Es gibt dann natürlich Spielerinnen, die machen das mit einem extrovertierten Stil wie der Wetter, aber Tonje ist halt eher eine ruhige Person. Und das freut mich da umso mehr, dass sie jetzt die Antwort auf dem Spielfeld geben kann. Im Training hat sie schon immer sehr, sehr gute Ansätze gehabt, aber auch im Spiel jetzt einfach auch die Verantwortung zu übernehmen. Wenn beispielsweise meine Anna Lörper gedeckt ist oder Mann genommen wird, das ist einfach solche Dinge, das brauchen wir jetzt. Ja, Jenny Karolius hat meines Wissens auch verlängert in Leverkusen, kam ja auch von Göppingen, also ganz aus der Nähe. Aber auch in diesem Fall war sie im Mittelblock mattlos, schön ausgespielt, Anna Lörper, freigespielt von Bernadette Temmisch und dann das Tor zum 13:8. Super gemacht. Ich glaube, da hat sie sich gerade selber, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, also, weil gerade so eine Nahaufnahme von Anna, da hat sich tatsächlich, glaube ich, selber mal wehgetan. Sie hält sich immer noch in die Hand, das ist nicht so witzig, aber normalerweise tut sie immer den anderen weh. Deshalb, ich wollte dich nicht verunsichern. Ja, aber das ist so ein Körperteil, da gibt es nicht so viele Muskeln. Das ist die Hand. Ja. Das stimmt, ja, ist nicht so ein guter, ja genau, Schutz drumherum. Air Buddy. Ah, sie schüttelt immer noch. Vielleicht sollten wir es nicht allzu sehr ins Lächerliche ziehen. Ne, auf keinen Fall. Haben wir auch nicht. Starke Parade. Schade, wir haben leider den Abfaller nicht. Bisschen Glück ist auch auf unserer Seite. Ja, stark. Den zweiten in die kurze Ecke. Wunderbar. Ja, will ich sagen, das ist Torwart-Ecke, aber eher. Ist richtig. Aus dem Winkel würde ich dir auch, ja, würde ich dir recht geben. Das war, ich würde es mal so ausdrücken, ein schlechtes Stellungsspiel vom Torhüter. Zu früh die kurze Ecke aufgemacht und dadurch lässt man dann den Schützen dazu einleiten, wirklich in die Ecke zu werfen. Ja. Manche nutzen das auch als Wurffalle, aber dann muss man dann halt auch schauen, dass man. Ja. Katja Grabacic beispielsweise, ja, genau. Die das sehr oft jetzt auch gegen Metzing gezeigt hat. Ja, und dann wieder die linke Klebe. Also das ist auch so ein ansatzloser Wurf von Jenny Rode, den ganz schwer zu verteidigen. Und im Gegenzug wieder Tonje Lösset. Das ist ja auch so, Tonje konnte ja kein Wort Deutsch, als sie hierher kam. Aber inzwischen ist sie sogar fürs ein oder andere Interview bereit. Schöne Sache, genauso auch wie Wendy Aubin, unser französischer Neuzugang im Tor für die verletzte Jasmina Jankovic.
Auch da ist es so, dass da schon der ein oder andere, will ich sagen, schwäbische Satz, aber deutscher Satz über die Lippen geht. Also, macht schon Spaß zu sehen, wie sich diese Mädels integrieren ins Team. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits und ist definitiv auch eine Stärke der Tussis in den letzten Monaten. Super, ja. Aber die Geschlossenheit kann man auch nur abnehmen, ne? Also ist enorm, was da auch nach außen rüber schwappt. Das ist toll. War jetzt auch wieder richtig gesehen von den Schiedsrichtern, ne? Sehr gut. Leiten das Spiel konsequent. Ja, Renate Wolf hat ein bisschen umgestellt, war offensiver. Jetzt auch der Torwartwechsel im Tor der Elfen. Der Werkselfen, muss man dazu sagen. Ne? Ist auch so ein schöner Begriff, den sie gepflegt haben über das Bayerwerk. Also das heißt, wenn sie mal ins Internet nach Werkselfen schauen, dann kommen sie tatsächlich auf die Seite von Bayern 0 für Leverkusen, von den Handballerinnen. Aber kommt ihr lieber bei handball-tussis.com vorbei und werden Sie Fan auf Facebook. Wir sind jetzt schon bei über 3600 und auch da sind wir inzwischen fast in den Top 4 angelangt. Also helfen Sie uns da noch ein paar Klicks zu generieren. Wir versprechen auch, wir geben Sie ihn zurück mit Informationen, mit Bildern, mit Videos von den Tussis. Einfach mal aus dem, wie soll ich sagen, bisschen Privaten rund um das Spiel. Also schauen Sie vorbei bei handball-tussis.com und werden Sie Fan auf Facebook. Ja, die Abwehr steht jetzt sehr, sehr kompakt und da lässt gerade nicht mehr viel zu. Ja, und der Block steht jetzt auch. Ja gut, der Block ist eine Mitspielerin. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Aber er stand. Also, das ist immer das böse. Ja, ja, das habe ich echt nicht gesehen. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Aber das ist so, als Kreisläufer hat man natürlich immer ja, dieses Risiko, wenn man eine Sperre stellt. In dem Fall schön einen Block gestellt. Das war ein Block? Gegen ja, die Abwehr. Ja, ja, habe ich echt nicht gesehen. Naja, für Flummi tut es mir leid. Ja, aber du weißt ja, wie es ist im Tor. Ne? Kriegt man auch mal einen ab. Ja, ja. Passiert. Halle ist leise. Ja, das zeigt auch ein Handballpublikum hier, dass sich erstmal abwartet, was passiert. Und richtig. Da gibt es jetzt auch den verdienten Applaus für sehr respektvoll. Flumi, die wieder mit dabei sein kann. Und ja, also Unkraut vergeht auch nicht. Das ist eine Position, da muss man viel einstecken. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, sie ist jemand, die kann das. Ja? Sie kann genauso gut auch austeilen, aber das gehört am Kreis auch mit dazu. Und ich denke, da ist sie vorbildlich, was dieses ganze Thema angeht. Definitiv, ja. Sehr robust, aber sehr fair. Taktische Änderung im Spiel der Elfen. Kurze Deckung gegen Anna Lörper. Ja, sie müssen jetzt das probieren, ne? Sie haben jetzt von dieser offensiven Abwehr Anfang des Spiels sind sie ein bisschen zurückgegangen auf 6-0. Jetzt versuchen sie es mit der Manndeckung gegen Anna. Mal sehen, wie wir das jetzt nutzen. Ja, aber das kann ein Mittel sein, aber auch die letzten Spiele haben gezeigt, da sind die Pink Ladies variabel. Und da haben wir schon gesehen, da war Jessica Rolius zur Stelle, hat dann auch Julia Behnke vom Torhof abgehalten, also da sieht man, sie ist wieder fit. Ja, und Bernadette Temesch und Tonja Löset wechseln jetzt auch intern einfach mal die Rückraumposition, weil sie beide zwei Rechtshänder sind und dementsprechend dann ja, anders agieren können auf den jeweiligen Positionen. Es ist passiv angezeigt. Jetzt müssen wir zum Wurf kommen. Gibt es eine Auszeit? Von Chaba Konka, sehe ich das richtig? Oder was zeigen die Schiedsrichter? Na, sind sich auch nicht ganz einig. Leverkusen ist auch etwas empört. Andreas Thiel ist jetzt auch schon vorne am Kampfgericht. Ja, aber. Haben wir nicht gesehen. Ja, ich werde da ein bisschen Ball flach halten. Das ist jetzt scheint da ein Missverständnis gegeben zu haben. Aber gut, ändert dann an der Situation jetzt nichts. Gibt jetzt die Auszeit, ein Team-Turnout für die TuS Metzingen. Und in der Mitte sehen wir die Dancing Shoes, die Cheerleader der TuS Metzingen, die kleineren. Und schauen Sie einfach mal kurz zu.
Ja, auf den anderen Plätzen sieht es wie folgt aus. Bad Wildungen gegen Thüringer HC 10-12. Also da schlägt sich die HSG sehr, sehr gut gegen den aktuellen deutschen Meister. Und Rosengarten muss abreißen lassen gegen Frischauf Göppingen. Da steht es aktuell 8-16. Ja, es war ein schöner Kemper-Versuch, aber leider nicht erfolgreich. Da gab es jetzt einen Wechsel im Tor. Ja, Vanessa Fair jetzt im Tor. Ganz junge Spielerin, die auch jetzt, wie ich schon gesagt habe, aus der eigenen Jugendarbeit stammt. Und jetzt auch schon ja, immer mal wieder Einsätze kriegt in der Bundesliga. Gibt es jetzt 7 Meter? Ja, sieht so aus. Da scheint diese Auszeit eher gerade kontraproduktiv, gleich zur Aktion für Leverkusen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wird wieder Jennifer Rode antreten, so sieht's aus, genau. Jennifer hat sich auch super eingefunden, ist damals für Mali gekommen, Marlene Zapf nach Leverkusen und auch eine sehr junge Spielerin noch, Baujahr 95, die, ja, ich denke auch noch für Aufsehen sorgen würde in nächster Zeit und vielleicht auch im Hinblick auf 2017 auch eine Rolle spielen wird. Ja, es ist ein bisschen konfus, das Spiel der Tussis gerade ein bisschen. Mit der 5 jetzt auch Kim Braun im Spiel auf links außen. Ja, auch eine 19-Jährige, die auch wie gesagt aus der eigenen Jugend stammt. Oh, sogar auf halb links spielt sie jetzt, genau. So sieht es aus, auf halb links, genau. Schön gehalten von Wiener und gleich Abwurf. Sie haben auch immer die Möglichkeit, heute auch wieder über Livestream at handball-tussis.com reinzuschauen. Gut, da hätten wir jetzt auch Vorteil geben lassen können und dann die 2 Minuten, das wäre auch möglich gewesen. Aber die Schiedsrichter entscheiden sich da sofort. Ja, und die angesprochene Kim Braun darf sich jetzt 2 Minuten ausruhen nach diesem Foul gegen Anna Lörper. Wie gesagt, Sie können auch Fragen, Sie können Anregungen schicken, Livestream at handball-tussis.com hier ins Studio und wir beantworten dann sehr gerne auch die Fragen, die Sie haben. Starkes Spiel, super. Unsere Überzahl ist auch in den letzten Spielen wieder konstanter geworden. Jetzt können wir es als Vorteil nutzen und nicht nur den Gegner dafür einladen, Tore zu machen. Das war ja teilweise ein bisschen das Problem. Schön, also Schritte und dabei gewinnen. Und das nächste Tor. Also wenn sie mal einen Ball so hat, den gibt es ja nicht mehr. So ist es. Dann, oder nur fürs Netz halt. Ne? Das können wir mal machen, so weit Poller hinstellen. Ich glaube, bei ihr ist gar nichts sicher. Pick-up reinschieben. Selbst wenn da in der Bettungwand stehen würde, sie würde es probieren. Ja, okay. Kommt uns ja gerade sehr, sehr zugute. Ja. Ja. Schön. Nächste Parade von Wiener. Schon wieder Konter und das nächste Tor. Das ist das Spiel, was die Tussis auszeichnet. Dieses schnelle Umschalten und ja, diese Geilheit, wirklich ein Tor zu machen. Ich kann es, Entschuldigung, verzeihen Sie es mir zu Hause, aber wirklich nicht anders sagen. Und es ist egal, welche Spielerin auf dem Spielfeld steht, wirklich. Wir sind nach 19 Uhr, alles gut. Kann man mal bringen. Und so verdient man halt, führt man auch mal verdient, ne? Mit 8 Toren. Verdient man was? Opa. Sieben Meter, weil Abwehr durch den Kreis. Das heißt, ein Vorteil über den Kreis sich geholt und somit muss man diesen Freistoß oder diesen Strafwurf geben. Und jetzt gibt es einen Torwartwechsel bei den Tussis. Ja, Wendy Opa kommt ins Tor.
das schon oft bewiesen, den einen oder anderen sieben Meter wegzunehmen. Und auch sie ist richtig schön motiviert, den Ball zu halten. Jawohl, ja. Sehr gut. Sieht auch JJ Jasmina Jakovic da im Hintergrund, wie sie mitfeiert und jubelt. Das ist einfach schön. Und zuschaut, wie Wendy um den Ball kämpft. Ja, noch Anna freut sich auch, wenn man sieht. Aber das ist natürlich jetzt auch für die Belohnung für Wendy Aubin, die da eingesprungen ist im Dezember. Die Spielanteile nicht so ausgeprägt sind, wie man es vielleicht sich wünscht, aber sie ist eine absolute Teamspielerin. Und was sie auch im Training zeigt, das zeigt sie jetzt hier im Spiel. Und ich denke, da darf uns jetzt auch in den nächsten Wochen nicht bang sein. Noch 2,5 Minuten in etwa zu spielen. Erste Halbzeit 19:11. Und der Leverkusen wieder in voller Mannschaftsstärke auf dem Feld. Aber selbst die funktionieren gerade nicht von Kim. Nee. Einer hat sie den Moment verpasst, ne? Ja. Das wird sie selber wissen. Ein starker Pass nach vorne. Jenny Rode mit dem nächsten Tor. Deswegen müssen wir schauen, dass wir die Fehlerquote relativ gering halten, weil Leverkusen super kontern kann. Da dürfen sie nicht einladen, wieder näher ranzukommen. Die sind sowas von unangenehm. Ja, total ätzend für den Torhüter. Weil sie so nah am Körper den Ball vorbeizieht, so sieht man viel zu spät. Die sind immer so einfach aus. Aber versuchen Sie es mal, nehmen Sie mal einen Ball, stellen Sie sich eine Mülltonne hin und dann versuchen Sie mal vorbeizuwerfen, ohne sich zu verletzen. Also, das ist wirklich so eine Sache, die muss man drauf haben und vor allem ansatzlos. Ne? Also, und es ist ja bei Bernadette Temmisch ist das so, da kann er immer noch ein Pass nach außen kommen. Wie richtig, ja. Und dann sollte er vielleicht auch noch relativ gezielt dann aufs Tor kommen. Ne? Steht ja doch noch eine Torwart. Also versuchen Sie es mal einfach gerade an der Mülltonne vorbei. Und Biene Stuckhorst. 8. Parade. Sehr gut. Wichtiger Rückhalt. Guter Wert. Letzte halbe Minute der ersten Halbzeit 20:12. 20 Tore. Ist okay? Souverän. Mhm. Julia Winkel. Halbzeitstand 21:13. Gehen wir kurz ins Studio, ein kleines Halb. Auch wenn die Leitung, also ich stehe immer noch drauf, nein, sie ist immer noch kaputt, aber das machen wir zum nächsten Mal, machen wir es besser, ich verspreche es Ihnen. 21:13 zur Halbzeit. Souveräne Führung für die Tussis. Was haben wir besser gemacht als Bayer Leverkusen? Bayer Leverkusen ist besser ins Spiel gekommen, das war das Einzige, was ich positiv für Leverkusen sagen kann. Dann haben wir aber schnell wirklich die Favoritenrolle angenommen und wir stehen hinten richtig schön kompakt. Das, was durchkommt, hat größtenteils Biene. Wirklich viele 7 Meter jetzt bekommen. Wenn wir die mal noch abziehen, sind es wenig Feldtore. Und wir spielen gut nach vorne. Versuchen wirklich die erste Welle zu nehmen, wenn sie funktioniert, oder halt die zweite. Oder dann vorne schön aufzubauen. Und ja, wir haben das Spiel wirklich selber im Griff. Also wir haben das Zepter in der Hand und das merkt man. Und das auch trotz einer kurzen Deckung von Anna Lörper scheint uns gerade gar nicht zu stören. Genau, und das ist das, was ich schon gesagt habe, das, was enorm wichtig gerade ist, dass Sonja in allererster Linie so viel Verantwortung gerade übernimmt, aber das dann eben auch an ihre Mitspielern weitergeben kann. Und das ist gerade der Schlüssel zu diesem Erfolg. Und ja, man hat jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass der Abstand so groß ist, hatte ich jetzt so das Gefühl. Mhm. Aber wenn man dann drauf guckt und denkt, 21:13, das ist ja schon ein ordentlicher Abstand. Und vor allem auch 21 Tore, spricht nicht gerade für die Torhüterquote von Leverkusen. Da müssen sie schauen, dass sie da noch eine Schippe drauflegen.
So, jetzt ist ja also noch die 32 Minuten, bevor es dann in eine kleine Pause geht, auch für die Tussis. Meinst du, es wird jetzt noch mal ein bisschen auch durchgewechselt und die ein oder andere Spielerin kommen? Oder wäre das auch mal noch eine Option, gerade bei so einem Spielstand? Sollte man schon machen, aber nicht zu viel Wechsel, weil, wie wir schon vorhin drüber gesprochen haben, ist halt auch das Torverhältnis sehr wichtig. Und deshalb sollten wir nicht die große Chance jetzt verspielen, da wichtige Tore auf der Strecke zu lassen. Was nicht heißen soll, dass die anderen Spieler das im erweiterten Kader nicht könnten. Aber trotzdem muss er jetzt gucken, dass er genau mit dem Zug die Spieler weiter motiviert und voranpeitscht. Bevor wir Sie in die Halbzeit entlassen, dann können Sie mal aufstehen und können Sie was zu trinken holen oder auch mal sich erleichtern. Es steht 21-13 bei uns und bei Bad Wildung gegen Thüringer HC 12-17 zur Halbzeit. Also die Wildung Vipers halten sich auch ganz, ganz solide noch und Rosengarten liegt mit 9-19 gegen Frischhoff Gömbingen zurück. Somit drei Halbzeitergebnisse und wir geben ab aufs Feld bis nachher nach der Halbzeit.
Und wir haben ja in den nächsten Wochen eine kleine Handballpause im Ligabetrieb. Aber es geht für unsere Nationalspielerinnen weiter, unter anderem damit für Anna und Jule. Und zwar am 9. März spielen sie 20 Uhr in Bietigheim, gar nicht so weit weg von hier. Deutschland gegen Frankreich. EM-Qualifikation. Nächste Woche bereits. Und ansonsten wisst ihr ja Bescheid, am 9. April das Heimspiel gegen Corona Brașov, die rumänische Mannschaft, unser Gast dort im Rückspiel des Halbfinales ERF-Pokal. 9. April, 20 Uhr in Tübingen. Wir begrüßen Sie zur zweiten Halbzeit im Livestream der TuS Metzingen gegen Bayern 04 Leverkusen. Halbzeitstand 21:13 und die Pink Ladies, unschwer zu erkennen, jetzt von rechts nach links im Ballbesitz. Ja, Renate taktiert wieder. Ne? Jetzt eine offensive 5-1-Abwehr mit Kim vorne, die wahnsinnig lange Arme hat und dementsprechend dann schon den einen oder anderen Ball rausfangen kann. Jetzt hat Kim gerade im Gegenstoß den Ball verbrellt und Jule genauso. Jetzt muss man mal sehen, das war wirklich jetzt zwei Situationen in unmittelbarer Zeit hintereinander. Da muss irgendwas mit dem Ball nicht stimmen. Oh, wahrscheinlich zu wenig Herz dran. Ja, ich glaube zu viel, weil der ist gar nicht gesprungen gerade. Ja, wirklich natürlich. Einmal getippt und lag auf dem Boden. So ein bisschen wie beim Beachhandball, ne? Tippen? nein, danke. Ja, auch die Schiedsrichter meinen, mit dem kann man gar nicht spielen. Ja, so, und warten schon zwei Spiele, und zwar Blomberg gegen Zelle. Hier gewinnt Blomberg 31-21 gegen Zelle. Anna, regel das kurz. Und Dortmund verliert zu Hause 17-20 gegen Buxtehude. Schmeißt den Ball wieder zurück aufs Spiel. Ja. Ja, gut. Also nichts passiert? Nö, so, auf beiden Seiten Ball verloren. Genau, ja. Tja, und es gibt eine 7 Meter. Nochmal ein Wechsel im Tor, wenn die Obar kommt. Ja, und jetzt Kim Neitzervicius am 7 Meter Punkt. Schade. Den macht sie wirklich gerne, das wusste sie jetzt ja auch. Sie lacht auch. Den Abpraller kann man auch der Abwehr nicht übel nehmen. Ja, Thema Wurfbild für Fortgeschrittene sozusagen. Ja. Also für die, die es nicht wissen und die jetzt auch zum ersten Mal zuschauen, ist doch wirklich so, dass die Torfrauen sich da auch schon im Vorfeld die Wurfbilder der einzelnen Schützen anschauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist empfehlenswert, weil man tatsächlich immer wieder das gleiche Wurfverhalten hat, gerade unter Drucksituationen. Oder wenn die konditionellen Fähigkeiten nachlassen, dann sieht man häufig, dass dann die Werfer wirklich ihr Standardwurfbild haben. Und in solchen Situationen kann man das gerne dann mal austesten als Torhüter. Ja, scheint, glaube ich, Renate Wolfstein mit der Situation nicht einverstanden zu sein. Jawohl. Aber tut nichts zur Sache in dem Moment. Tor für TuS Metzingen zum 22:14. Erste 7 Meter für uns? Nee. Okay. Ich glaube schon der dritte. Dritte schon. Okay. Aber auf jeden Fall nicht der erste, ne? Weil Anna hat vorher schon auf der anderen Seite genommen, ne? Also naja. Bisher fehlerfrei. Ja, ne, 2 Minuten Zeitstrafe für Tonje Löset, die auch in diesen Mittelblock sehr, sehr gut reingewachsen ist, zusammen mit Julia Binke. Also ist wirklich auch jetzt der kurzen Zeit geschuldet, merkt man schon jetzt, da entwickelt sich was in der Abwehr. Spielen sie mit Pia Adams auf der Mitte, Kim und Denner auf Rückraum. Also sie versuchen da wirklich viel. Ja, da hat Ina Grossmann schön Druck gemacht.
auf Johanna Heldmann, die da noch zurückzieht. Also sie hat einen riesen Winkel gehabt. Ja, stimmt. Aber Ena kam da mal mit voller von Karacho angebraucht. Schnelligkeit, genau. Schön. Pass an den Kreis, würde ich schon sagen. Ja. Sehr schön. Mit Unterzahl so ein Ballgewinn, das ist sehenswert. Da haben wir auch gesehen, dass sie es sehr schön verschoben haben und dann auch ja, Kim zu diesem Pass auch mitgezwungen haben, ne? Weil keine Option mehr frei war. Und schlug sie so weg. Und die nächste Parade von Wiener. Durchkommt, hält Biene und im Gegenzug machen wir vorne das Tor 1A. Schöner Handball. Ja. Jetzt versuchen sie es mal mit zwei Kreis. Ja, genau, schneller Abschluss jetzt von Denner wieder. Denisa Glankovic-Schurva. War gut gemacht. Ja, 15 zu 24. Aus Sicht von Bayer. Schön gelöst. Und Anna macht was für ihr persönliches Torekonto. Gibt es jetzt einen Torhüterwechsel bei Leverkusen für diesen 7 Meter. Die Nummer 12. Natalia Gajovic heißt sie, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Da sieht man die Expertin, ne? Wenn man das Bild so sieht, kann man meinen für den... Ja, da ist sie ja. Ich dachte schon, wollen wir kurz einen Tee trinken? Nein, sie ist da. Aber die Zeit ist ja angehalten, somit. Ja, wir haben es vergessen zu erwähnen, wir hatten ja schon zwei Vergleiche, diese Runde gegen Bayern für Leverkusen, zum einen in der Liga und dann auch im DHB-Pokal auswärts, haben wir beides sehr souverän gelöst. Ich kann Ihnen die Spielstände gar nicht sagen und auch heute sieht es da ähnlich souverän aus. Obine mit einem weiten Pass. Uiuiui. Mitten in die B-Gleichbande rein. Genau, gut, dass wir die haben, ne? Ja. Aber war auch ein gigantischer Pass. Also richtig stark gemacht. Ja, bei Bad Wildung gegen Thüringen steht es 12 zu 18 und Rosengarten gegen Göppingen 12 zu 22. Durch die Hosenträger. Kann man so sagen, ja. Und jetzt gemeinsam lassen wir diese Halle beben! Ja, also wenn Sie die Tussis mal live erleben möchten, dann haben Sie da die Möglichkeit am 23.04. gegen den Thüringer HC in der Paul Horn Arena. Oh, ich fand, da war es auch ein leichter Schubs von hinten. Und die Schiedsrichter haben anscheinend nicht gesehen. Wie gesagt, 23.04. spielen wir um 19 Uhr, ist ein Samstag, gegen den Thüringer HC, gegen den deutschen Meister.
in der Paul-Horn-Arena in Tübingen. Da gibt es noch ein paar Karten. Also kommen Sie oder viel früher, wenn Sie sagen, Sie würden gerne Europapokal-Luft schnuppern, dann ist es der 9.4., wo Sie dann auch nach Tübingen kommen können. Da beginnt der Vorverkauf Anfang nächster Woche. Also seien Sie schnell. Weil beim letzten Spiel hatten wir über 2000 Leute in der Arena. Und dieses Spiel, da wird es auch um einige schneller gehen, bis sie ausverkauft oder zumindest auf dieses Niveau wieder kommen wird, weil, das muss man klipp und klar sagen, da geht es jetzt um was, da geht es um Titel. Hätte ich nicht schöner sagen können, Johann. Grandios. Ja. Schön ausgekontert jetzt. 26:17. Ja, aber bisher keine Veränderung in der Anfangs 7 der TuS Metzing. Immer noch die gleichen Spielerinnen mit auf der Platte. Ausgeholt und dann wirft sie auch noch. So selbstverständlich ist das gar nicht im Handball, weil man sagt ja auch immer so, als Gefaulter oder Gefaulte selber zu werfen, birgt auch die eine oder andere Gefahr. Tja. Ja, da haben wir die Gefahr gesehen. Sehr vorteilbezogene Regelauslegung. Aber okay. Das war jetzt schön gemacht. Sieht auch Kindlein sehr witzig so, glaube ich. Da scheint Kelly aus dem Kreis gekommen zu sein, aber so wurde es gepfiffen. Ich glaube auch die Schiedsrichter, die ziehen ihre Linie bisher durch. Somit kein Grund zur Diskussion. Zu 17, Spielstand nach 38 gespielten Minuten. Läuft. Ja, läuft. Definitiv. Nach den ganzen heißen Tänzen in letzter Zeit ist es eigentlich mal ganz wohltuend, so ganz relaxed ein Spiel anschauen zu können, oder? Muss man auch ehrlich mal sagen. Dann natürlich wieder bei angenehmen Temperaturen hier. Das ist auch schön, genau. Ich finde nur so ein kleiner Fichtelnadelaufguss, da fehlt noch aber ein bisschen. Aber sonst geht's, ne? Oh. Da haben wir zum Glück Wasser. Ja, das da sind gut. Wir jetzt ein bisschen schläfrig, ne? In der Abwehr. Wichtig ist, dass wir nicht nachlassen, sondern tatsächlich unseren Stiefel weiter durchziehen. Was wir jetzt richtig gut lösen, ist die 5-1-Abwehr, ne? Also, da hat Julius so viel Platz zum Hinterlaufen und wird dann auch verdienter angespielt. Wir haben auch gesehen, das war jetzt ein Spielzug, der war von Anfang an angesagt, der wurde so durchgespielt und wirklich jetzt vielleicht mit dem Tor belohnt. Ja, sehr gut. Also das ist das Mittel der letzten Wochen, wenn Anna mal nicht trifft, dann nimmt sich Bernadette Temisch den Ball und macht die Dinger rein. Und damit steht es aktuell 28:18. Sie haben es gehört, unser Hallensprecher Sebastian Hornstein, 28:18. Schöne Parade jetzt von Wiener wieder. Jetzt haben wir den ersten Wechsel, glaube ich. Tussi-Team, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ist jetzt Nicole Dinkel genau im Rückraum. Auf Rückraum links.
Ja, und der Bad Wildungen hält sich gegen den deutschen Meister letzten 5 Jahre. 12:17 aktuell, 17:22, also 5 Tore. Und auf der Gegenseite auch Rosengarten gegen Gübben, das noch 17:22. Also da hat Rosengarten jetzt 5 Tore aufgeholt. Bleibt also spannend auch auf den gegnerischen Plätzen. Ja, war schön durchgespielt, aber da müssen wir dann die Torchance doch noch besser nutzen, weil halbe Höhe ist für einen Torhüter das Geschenk. Da tankt sie sich durch und kriegt dann auch den 7 Meter. Ja, jetzt erstmal eigentlich immer schöne Gelegenheit, mal auf 11 wegzuziehen, aber anstattdessen gibt es immer so die Chance für Leverkusen und jetzt kommt eine neue Werferin, ist das richtig? Die Nummer 17. Rudenbeck, Ramona. Ja, da darf jeder mal. Auch ein Eigengewächs Leverkusen. Ein Fall für Wendy Obar. Dritter 7 Meter gehalten, ne? Sensationell, ja. Auch schön, ihre Freude zu sehen. Sie nutzt jede Spielminute und wie du sagst, das zahlt eine Teamplayerin aus. Ne? Es gibt auch viele, die da rumschmollen würden auf der Bank, weil sie zu wenig oder in ihrer Sicht zu wenig Einsatzzeiten haben. Aber genau so jemanden braucht man. Genau, und sie werden auch ihre Spielzeit bekommen. Die Saison ist noch lang. Wir haben noch viele harte Aufgaben. Und was ist auch wirklich ihre Präsenz, die wir jetzt gerade gesehen haben? Das ist schon nochmal eine andere Nummer wie im Dezember, als sie zu uns kam. Jetzt von Nicole Dinke. C1-1, ja, was sie so sehr gut macht. Und genau, die erste Elftorführung. Ja, also gegen Jennifer Rode müssen wir jetzt schauen, dass wir ein bisschen besser agieren, weil gerade dieses kurze Kreuz mit Kim 2-3 Mal jetzt super geklappt, aber da müssen wir halt auch mal rangehen. Wir haben jetzt auch gerade die Wurfliste nicht vor uns, aber es ist schon ein bisschen der Eindruck, dass gerade Kim Leitz-Servicius und auch Jennifer Rode schon die Tormaschine gerade von Leverkusen am Laufen halten. Also, wenn man es so sagen muss, auf wenige Schultern verteilt. Und gerade da sollte man vielleicht auch ein bisschen besser umgehen. Ja, da ist auch Johanna Heldmann, die kann auch schön hinlangen, wie man gerade gesehen hat. Also kein Durchkommen für Nicole Dinkel. Ja, aber gerade für Nicole auch eine super Möglichkeit, da 1-gegen-1 zu gehen, wie sie es gerade gemacht hat. Ne? Weil da schon eine sehr kompakte Spielerin hinten auf sie wartet und mit ihrer Schnelligkeit kann sie dementsprechend dann den Vorteil erarbeiten. Vorher hat es mal 7 Meter gegeben für so eine Aktion, jetzt nicht. Na gut, war vielleicht die Chance nicht so klar für die Schiedsrichter. Wenn wir siegen, werden wir heute auf jeden Fall den ersten Platz behalten. Das ist sicher, weil wir ein Spiel mehr haben wie den Thüringer HC. Aber es wird spannend auch, wie das andere Spiel ausgeht, was das Torverhältnis angeht. Das heißt, sollte dann der Thüringer HC dann sein Nachholspiel dann machen können. Dann geht es auch auf die Tore. Ah, so schnell ist nicht mal Ina Grossmann. Schöne Abwehr. Ja, das war jetzt wichtig, dass wir da einfach die Kontrolle wieder bekommen, uns sammeln können in der Abwehr und dann tatsächlich wieder als Verband arbeiten können. Jetzt haben wir versucht, so ein bisschen mehr auf Jennifer Rode zu blicken. Im Gegenzug zeigt jetzt Pia Hildebrand von Rückraum links, was sie drauf hat. Ich berichtige Pia Adams, Entschuldigung. Ja, Pia Hildebrand spielt den Benz am Auerbach, Entschuldigung. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, siehst du. Ich muss ja gerade überlegen, wie ich auf den Schluss komme. Ja, du hast halt schon in beiden Teams gespielt. Genau. Das ist so. Das ist die Erklärung. Das ist, ne? Komm doch mit dem Alter, liebe Laura. Das ja, ist das vorher gesagt. Du bist nicht mehr die Jüngste. Und, aber dafür habe ich dich ja, dass du mich immer wieder kontrollierst, ja, ne? Und darauf hinweist, wenn ich, ja, ich würde sagen, Blödsinn hinweisen erzähle. Ja, das ist zu Recht, richtig so. Oh, jetzt hat sie sich ein bisschen verletzt, aber sie steht gleich wieder. Ja, auch unsere medizinische Abteilung jetzt hier mit Madeleine Stoffregen oder auch
mit Birgit Halsband, wirklich Top-Physios am Start und ganz, ganz wichtig gerade in so einer Situation, auch mit Mannschaftsarzt Dr. Bernd Goller. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Kombination, die drei. Und ja, kann ich bloß empfehlen, wenn Sie mal was haben, schauen Sie mal bei denen vorbei. Wow, okay, lassen Sie weiterlaufen. Das haben wir jetzt in der Nahaufnahme sehr gut gesehen, ne? Schiedsrichter anscheinend im Moment nicht. Also da muss ich wirklich sagen, da darf einem die Übersicht nicht fehlen. Es war ganz klar am Trikot nach unten gerissen und das muss so ein Gespann sehen. Ist jetzt nicht entscheidend aktuell, aber ganz klares Foul gegen Nicole Dinkel. Ja, definitiv. Ja. Aber gut, jetzt müssen wir da trotzdem die Ruhe bewahren jetzt auch. Und wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht spielentscheidend, deshalb muss man da drüber hinwegsehen. Aber jetzt laden wir gerade Leverkusen wirklich zum Kontern ein und das wird jetzt in der Summe zu viel. Aber wir haben ja Gott sei Dank eine Biene Stockhaus da hinten, die uns den Kasten sauber hält. Gibt's eine Auszeit? Ja, zu Recht jetzt. Ja, Jabba muss jetzt noch mal gucken, dass er ein bisschen mehr Konzentration aufbauen kann im Team und wirklich, dass man noch mal schaut, jetzt die letzte Viertelstunde Gas zu geben. Und mal hoch ins Publikum, auf geht's und weiterspielen, jawoll. Und mal zur Seite, genau in den nächsten Block rein. Und immer schön die Arme hoch. Und auch heute gibt es natürlich wieder einen Trainer-Tor und ehren die Spielerin des Spiels nach dem Spiel. Und die Top-Runde wird ausgelost. 20 tolle Tagespreise warten auf euch heute. Wie gewohnt. Und schon mal der Hinweis, bitte nehmt nach dem Spiel alle eure Klatschpappen mit nach oben. Einfach auf mal gespannt sein jetzt. Ablegen. Eine Viertelstunde vor Ende der Partie, 29:21 der Spielstand. Was jetzt die Trainer, also gerade Jabba Conker und auch Edina Rott als Co-Trainerin, da gesagt haben, welches Mittel da nun helfen kann und helfen wird. Ja, weiterhin konstanter Abstand zwischen Bad Wildungen und Thüringen, 18:23 und Rosengarten-Göppingen jetzt wieder 18:26, also 6 Tore. Ja, also relativ klare Begegnungen aktuell in der Handball-Bundesliga Frauen. Das war ja heute Mittag ein bisschen anders. Wir hatten schon mit Dortmund und Buxtehude. Auch für Buxtehude ist immer wieder ein wichtiger Sieg nach den Niederlagen in der letzten Zeit. Aber die haben auch ein ganz großes Verletzungspech, was man da sagen muss. Spielerin mitgegangen ist und dementsprechend war da eine riesen Torschance, eine riesen Lücke. Ja, 30 Tore nach 47 Minuten, das ist schon eine sensationelle Angriffsleistung. Sehr, sehr gut, genau. Jetzt Nathalie Adeberg mit dem Spiel auf Mitte. Ja, super gehalten. Oh, die nächste Parade. Genial. Richtig stark. Und im Gegenzug, jetzt haben wir zu spät umgeschaltet, macht aber nichts. Mal schauen, was der Hallensprecher gleich sagt. Sehr gut. Julia Beke haben Sie bestimmt schon im Hintergrund gehört. Hat gerade den Treffer zum 31:21 gemacht. Da haben wir 13 Paraden bei Sabine Stockhorst. Ein Topwert, so kurz vor Ende der Partie. Das mag man nicht so am Kopf, ne? Nee, aber war stark geworfen. Für den Nummer 26, Nina Schill. Es lädt halt geradezu ein. Gerade Biene hat auch mal eine Körperstatur, eigentlich ein bisschen zu klein für heute. Aber sie macht es halt mit ihrer Athletik wett. Und
gerade von außen ist es dann halt doch ein beliebtes Ziel, am Kopf vorbeizuwerfen, weil halt die obere Ecke, wenn man noch im Sprung sich befindet, als Feldspielerin doch oft frei ist. Ich hab's leicht im Hals. Das ist ein Salbei-Bongs-Bongs, kann ich Ihnen empfehlen. Könnte zumindest sprechen. Ah, das ist wieder so ein Ding, ne? Das ist Sahnetor. Ja, sehr schön. Auch eine ähnliche Geschichte hat es ja beim ERF-Pokal-Hinspiel gegen Leipzig rausgehauen zum Sieg. Und es gab einen Torwartwechsel. Trotz der guten Leistung, aber ich denke mal, da möchte auch der Trainer mal Wendy Aubert noch eine Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, wir brauchen zwei stabile und sehr gute Torhüter da hinten drin. Und da zählt halt auch die Spielerfahrung, die man dadurch sammelt und dann sein Bewusstsein mit stärkt. 7 Meter. Das ist jetzt sowas, wenn man es mal so sieht, das sieht nicht so dynamisch aus, aber trotzdem sehr, sehr effektiv. Richtig, ja. So, ein Fall für Wendy. Ach, schade, er hechtet sich in die richtige Ecke, aber zu genau von Kim. Ich bin trotzdem sicher, dass jetzt gerade auch bei Kim einiges im Kopf rumging. Hat man ein bisschen gesehen, sicherlich auch in ihrer fast schon untypischen Art zu werfen, aber Tore zählen, 23 zu 32, 10 Minuten vor Ende dieser Partie. Und man muss es auch ganz ehrlich sagen, es gibt Schritte abgepfiffen gegen Anna Lörbus. Ganz ehrlich, hätten wir vor 2-3 Runden gesagt, dass wir auch hier mit 9 oder 10 gegen Leverkusen vorne sind. Ja, im Spiel. Das ist eine gute Sache. Ja, wir können den Abstand noch aufbauen jetzt, ne? Wirklich 10 Minuten nochmal Gas geben. Stark gemacht, schön weitergespielt. Ja, aber du hast recht, hätte niemand für möglich gehalten. Also wenn Sie auch indirekt zum Team der Tussis gehören wollen, auf Facebook beispielsweise, schauen Sie vorbei auf unserer Facebook-Seite. Dann erfahren Sie immer das Neueste. Jetzt auch auf halb rechts mit dabei Maren Weigel für Bernadette Temisch, die eine Pause bekommt. Maren Weigel, die in letzter Zeit immer angefangen hat auf halb rechts, jetzt die Chance bekommt und sich da hinten Bernhard Bauer, kann das sein? Ist der mit in genau, der Halle heute? Genau, der ist heute da, ja. Also ehemaliger Präsident des Deutschen Handballbundes hier mit dabei. Ist ja auch ein Württemberger, somit denke ich auch mal Eigeninteresse, mal die Tussis hier anzuschauen. Jetzt kommt Katharina Bedies und auch Alex Kubasta auf außen. Also jetzt gibt es halt doch nochmal auch Chancen für die anderen, sich hier zu beweisen. Finde ich gut. Ja, die Frage ist immer, wann bringe ich sie, ne? Also nach meiner Meinung hätte man schon früher ein bisschen wechseln können. Aber das ist Trainerentscheidung, geht auch vollkommen in Ordnung. Super No-Look passt jetzt wieder von Bernadette und von Jule sofort wieder das Tor. Also im Kollektiv kann man wirklich sagen, heute richtig starke Mannschaftsleistung. Also es macht doch wirklich Spaß da zuzuschauen, weil es gibt jetzt einen Vereinzelausreißer nach oben, aber so wie du sagst, ist im Kollektiv wirklich eine wirklich tolle Mannschaftsleistung. Oh. Ja, da geht Julia eigentlich schon weg, ne? Weil sie sieht, sie kommt nicht mehr an den Ball ran und lässt da Jenny Karolius werfen, frei werfen, meines Erachtens. Aber okay. Ja, die Handballerin des Jahres 2015 diskutieren noch mal ganz kurz mit dem Schiedsrichter, um mal eine Frage das zu klären. Oh, 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 war wieder knappe Geschichte, aber Treffer. 24 zu 34. Spielstand in der 53. jetzt gleich 54. Minute und wir haben noch 7 Minuten. Ja, dann sehen wir uns ja eine Weile nicht mehr. Dann ist erst das nächste Spiel, das die Tussis offiziell bestreiten müssen, in Brasov. Nein, stimmt nicht. Davor, nämlich gegen Oldenburg am 30. März. Ja, da sind sie wieder mit dabei. Das ist ein Mittwoch.
hier aus der Öschhalle. Und dann geht es am Wochenende drauf, geht es nach Brasov, nach Rumänien. Brasov ist eine Stadt mit 250.000 Einwohnern. Und, das ist schon erkundigt. Ja, das sind wahrscheinlich 170 wow. Kilometer von Bukarest entfernt. Ja, habe ich alles mal gelernt, immer so was die Anstufe. Ist klar. Also eine Schublade, yes. Da greife ich rein. Ja, ja, gut, das kauft ihr auch zu Hause jemand ab. Das ist schon in Ordnung. Das ist richtig. Also. Ruhig weiter prallen. Ich steige hier mit aus. Oh ja, das ist jetzt ja. Unnötig, ne? Ja, richtig. Da. Jawohl, ja. Stark. Also, was man sagen muss, im Tor gibt es keinen Nennbruch. Stark von Nicole. Jetzt spielt auch Selina am Kreis in den letzten 6 Minuten. Ist auch wichtig, ne? Auch wenig Spielanteile bisher bekommen bei Julia Binke. Das muss man auch mal neidlos anerkennen. Einfach eine überragende Saison spielt. Und sowohl in der Abwehr als auch im Armgriff nicht wegzudenken wäre im Moment. Ja, auf den anderen Hallen ist es Bad Wildungen in Thüringen 20:26. Ja, und Rosengarten gegen Göppingen 20:24. Also noch ein bisschen mehr Spannung wie hier beim 35:26 der Tussis gegen Bayer Leverkusen. Und das war angesprochen, ja, Andreas Thiel ist ja auch mit dabei. Ist ja Torwarttrainer bei Bayern 04 Leverkusen, also hast du bei dem ja auch trainiert. Ja. Und ich glaube, er hat auch Altes vom Hexer. Also vor ganz kurzem eine Publikation rausgebracht, eingesprochen mit einem Schauspieler. Das fällt mir gerade nicht ein, aber ich hab's gleich. Also lohnt sich vielleicht auch mal anzuhören, wenn Sie was wissen wollen über die Geschichten von Andreas Thiel. Auf jeden Fall was mit Handball. Ja, und ist natürlich auch bekannt. Im deutschen Handball selber lange im Tor gestanden. Der Hexer. Ja, und auch ein sehr guter Trainer. Also ich habe auch seine Ausbildung 3 Jahre genießen dürfen und er hat mir unheimlich weitergeholfen, auch was das individuelle Stellungsspiel angeht. War ja also auch ein super Typ. 2007 beim WM-Titel der Herren mit Torwarttrainer beim deutschen Handball. Genau. Schönes Ding jetzt von Anna. Dann nimmt sie sich dann doch nochmal den Wurf von 7 Meter Punkt und macht den auch souverän. Auch davor schön rausgeholt von Maren Weigel. Also wie gesagt, ganz wichtig, dass auch alle Spieler, die heute vielleicht noch nicht so viel gespielt haben, jetzt super Akzente setzen. Das war auch schön weitergespielt, aber dennoch stark gehalten von Wendy. Aber 7 Meter. Ah, okay. Schade. Also ist heute eine sehr spezielle Linie, der Schiedsrichter. Jetzt ja. Kann man es. Ist nicht immer einfach, das vorherzusehen, was gepfiffen wird, aber gibt jetzt 7 Meter für Leverkusen. Wieder rechts unten von ihr? Nein, da wollte sie hingehen, genau, kann ich auch verstehen. Jetzt hat sie zweimal den Ball rechts unten aus Torhüter-Sicht gekriegt. Da sagt man immer, ein drittes Mal geht gar nicht. Deshalb ja, verlagert man dann schon seinen Körperschwerpunkt dementsprechend auf die Seite. 36:27, also man hält konstant so den Abstand. Jetzt ist auch Patti mit auf der Mitte. Ja, Rosengarten liegt nur noch 2 Tore hinten gegen Göppingen. Und das war nach 10 Tore Rückstand. Totale Aufholjagd, ja. Da wird es nochmal eng im hohen Norden. Und 8 Tore sind es jetzt beim Thüringer HC-Vorsprung gegen Bad Wildung. Also wird wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte herauslaufen, was die Tore angeht. Celine Kierzen. Sehr schön. Eigentlich Kreisläufer, in dem Fall Mittelfrau. Ja, richtig. Hat halt mal kurz reingehämmert. Schön. Ja, und jetzt mit der Nummer 9 Patricia Stefani mit an Bord. Somit haben jetzt, muss ich schauen, aber ziemlich alle die Chance zum Spiel. Genau. Komplett genau gewechselt. Was ja auch durchaus in Ordnung ist. Ne? Die Frage, hat sie den Ball? Ich meine nicht, so nicht schwierig. Ja, glaube ich auch nicht, aber da ist halt Flummi echt auch geschickt. Ne? Und holt er dann auch die Situation dementsprechend raus. Morgen spielen dann noch VfL Oldenburg gegen HC Leipzig. Sehr spannendes Duell. Und Bietigheim gegen Füchse Berlin, die in letzter Zeit auch nicht schlecht spielen.
Da wird man natürlich auch sehen, Tor jetzt gerade durch Kim Neitzervicius, was da Berlin in Bietigheim oder wie Bietigheim jetzt dieses Mittwochspiel in Thüringer hat sehen, was sie da mitnehmen, ob sie sich da jetzt weiter mit Rückenwind in der Liga bewegen. Könnten sie? Ja, Selbstbewusstsein haben sie mit Sicherheit getankt, ja. Und sie haben auch diese Saison häufig zu spüren bekommen, ne? Dass man dementsprechend auch ein Spiel bis zum Schluss durchziehen muss. Also von dem her glaube ich, dass sie sich da in Berlin oder gegen Berlin dementsprechend. Ja, da hat. Zeigen werden. Manessa Fair den Ball gefangen. Und auf der Gegenseite das 29 zu 37. Bisschen verfahren, aber kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen. Das ist immer in den letzten Minuten dann ein bisschen schwierig, die Spannung zu halten. Auch nochmal ein schönes Tor jetzt von Marek aus dem Rückraum. 60 Sekunden in der Ölschale sind noch zu spielen. Und dann haben wir mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Wie gesagt, wir sehen uns dann auch wieder am 30. März, einen Mittwochabend. Wenn Sie Lust haben, schalten Sie doch einfach wieder ein, wenn es heißt Livestream aus der Öschhalle, dann gegen den VfL Oldenburg. Also wirklich ein heißes Spiel. Aktuell Oldenburg Tabellenfünfter. Spiel morgen gegen Leipzig. Und ja, es gibt nochmal eine Auszeit. Das heißt, wir können noch da kurz was dazu erzählen. Auch morgen ja schon mal ein interessantes Spiel, wenn dann der HC Leipzig mit 26 zu 8 Punkten gegen VfL Oldenburg spielt, mit 24 zu 10. Und Leipzig ist auch gerade ein bisschen vom Verletzungspech gebeutelt. Das heißt, das wird keine einfache Aufgabe in Oldenburg. Nein, das stimmt. Vor allem jetzt dadurch, dass Carolina Kudlatsch-Glock ausfällt. Sehr erfahrene und routinierte Spielerin, die im Moment auch viel Verantwortung übernehmen muss beim HCL. Das wird schon schwer für sie. Also ein sehr spannendes Spiel. Also schauen Sie doch morgen einfach den Live-Ticker an und verfolgen Sie die Spiele mit, vielleicht auch im Sinne der Tussis, wenn Sie Tussis-Fans sind. Ja. Wir werden dann beim nächsten Spiel darüber berichten. Oder wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch, den 9. in Bietigheim zum Länderspiel der deutschen Handballnationalmannschaft der Frauen. Wie gesagt, Frau Glaser und meine Wenigkeit werden vor Ort sein. Ja, irgendwas hat Renate da jetzt noch in der Halbzeit, in der Auszeit besprochen, aber wirklich zum Zug sind sie jetzt gerade nicht gekommen. Schön, total. Ja, Kim legt dann den Ball ab, das ist auch nur fair, ne, und sagt es schon in Ordnung, weil da brauchen wir jetzt nicht noch sinnlos aus Tor machen. Verdient der Sieg 38-29 gegen Bayer Leverkusen. Ja. Super Sache, na, muss man wirklich sagen, auch vielleicht ein wenig so erwartet vor der Begegnung und eine schöne Geschichte. Wir genießen kurz noch die Bilder aus der Halle und gehen dann nochmal ins Studio. Und an alle, die Interesse haben, mit nach Bietigheim zu fahren, zum Auswärtsspiel, wir schicken einen Bus dorthin. Ja, da sind wir wieder. Und ein kurzes Fazit. Wir haben gewonnen, 38-29, am Ende dann deutlich. Wobei die zweite Halbzeit ausgeglichener war. Das stimmt, aber trotzdem muss man sagen, dass wir sehr souverän gespielt haben hier zu Hause. Und was zu verbessern gibt es immer, aber ich finde trotzdem, man sollte mal anerkennen, was die Spielerinnen jetzt in den letzten Wochen geleistet haben. Und dass es dann nicht alles am Optimum laufen kann, ist in Ordnung. Und also ich ziehe wirklich den Hut vor dieser Mannschaft und wir können wirklich sehr, sehr stolz auf sie sein. Das denke ich auch. Und was gibt es denn noch, was ein, zwei Punkte herauszuheben, was nochmal was ganz Besonderes war heute Abend?
ja, die gesamte, ja, das Auftreten vom Team. Also wirklich geschlossen in der Abwehr, dann super Torwart-Duo, muss man wirklich sagen. Also wo Wendy dann auch kam, nahtlos an Bienes, überragende Leistung angeknüpft und auch nach vorne. Wirklich, egal wer reinkam, hat seine Chance genutzt. Und das ist halt, man sieht es jetzt auch, die, einfach diese, diese Geschlossenheit, die die Twisties aus. Ja, auch Saskia Putzke nicht zu vergessen, auch als Langzeitverletzte leider hier bei uns im Team. Aber schön, dass die Spielerinnen mitfeiern. Ja? Also ich würde sagen, liebe Laura, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ja. Heimsieg weiterhin Tabellenplatz 1, auch wenn Thüringen aller Voraussicht nach auch einen deutlichen Sieg in Bad Wildungen macht. Aber das ist nicht der Maßstab, sondern wir wollen in die Top 4 kommen. Das ist unser Ziel. Da schauen wir. Und Sie können uns begleiten, nämlich am 30. den Mittwoch, also März, 30. März am Mittwoch hier wieder aus der Eschhalle Livestream auf sportdeutschland.tv und mit Ernsthal.tv, unserem Produzenten, da auch nochmal ein riesen Dankeschön an die Leistung. Und ich verspreche, das Kabel, auf das ich gestanden bin, reparieren wir bis zum nächsten Mal. Also, seien Sie mit dabei und Laura wird auch mit dabei sein und vergessen Sie bis dahin nicht, unser Herz schlägt pink. Schönen Abend. Zusammen. Ciao. Ciao.